Ich stehe hier vor der Volksschule Arnsdorf, ein kleiner Ort nicht weit weg von Salzburg. Hier hat der Dorfschullehrer Franz Xaver Gruber diese berühmte Melodie geschaffen, 1818. Den Text schrieb 2 Jahre zuvor der Priester Josef Mohr in Mariapfarr im Lungau als Weihnachtsgedicht. Und die beiden haben Stille Nacht 1818 zu Weihnachten zum ersten Mal in Oberndorf gesungen. Das Erdgeschoss ist immer noch Schule, wird wegen dieser Geschichte erhalten. Momentan mit 38 Kindern. Und der erste Stock ist Museum, das an die Geschichte von damals erinnert. Und ich bin da der Kustos. Ich bin daher diesem Ursprung ziemlich nahe. Tauchen wir ein in diese Geschichte und schauen wir, was hinter dieser Geschichte steckt. Wenn diese Wände reden könnten, die hätten viel zu erzählen. Aber wenn wir ganz still werden, vielleicht hören wir sie reden. Und wenn wir ganz zur Ruhe kommen, verstehen wir auch, was sie sagen. Dann müssen wir aber ganz Ohr werden. Bei dieser Gelegenheit möchte ich etwas Persönliches verraten. Ich habe vor wenigen Jahren mein Theologiestudium wieder aufgenommen und 2016 mit dem Magister abgeschlossen. Ich wollte einfach besser verstehen, was diese Wände erzählen, was sie zu sagen haben. So nebenbei. Vielleicht willst du wissen, wann ich mein Theologiestudium angefangen habe. Sag mal so, damals hatten meine Haare noch eine andere Farbe. Dazwischen sind 35 Jahre Praktikum vergangen. Ich würde dich ja gerne in unser kleines Museum in Arnsdorf einladen. Dich durch die Räume führen, dich die Geschichte spüren lassen. Horchen, gemeinsam horchen, was die Wände erzählen. Einen Blick hinter die Objekte werfen. Aber in Corona-Zeiten ist alles anders. Auf diesem Kanal bekommst du regelmäßig Informationen, Wissen und Gedanken, wie du sie vielleicht noch nie gehört oder gesehen hast. Vielleicht bekommt die Geschichte, die ich dir erzählen will, auf diesem Wege eine andere Dimension. Wie viele Bücher und Artikel wurden nicht schon über Stille Nacht geschrieben? Sie würden schon eine ansehnliche Bibliothek füllen. Aber ist wirklich über Stille Nacht schon alles gesagt? Es gibt eine Geschichte hinter den Geschichten. Sie spielt sich ab zwischen der Freude wie im siebten Himmel und der Verzweiflung über menschlichen Abgründen. Aber das ist der Ort, wo die Menschen einander berühren. Dort geschieht das Wesentliche im Leben. Es ist der Ort, wo die Welt sich verändert. Vielleicht kommen wir auf diesem Weg dem Wesen von Stille Nacht auf die Spur. Stille Nacht ist nicht vom Himmel gefallen. Seine Wurzeln reichen tief in uns Menschen hinein, bei dir und bei mir. Schauen wir mal, was sich
unter unserer Schale verbirgt. Vielleicht entdecken wir was Neues. Nicht wissenschaftlich, das können andere wahrscheinlich besser. Ich meine, schauen, vielleicht entdecken wir da Schätze, die uns ganz innerlich berühren. Ich habe ein paar Themen zusammengestellt, die wir in den nächsten Wochen in kleinen Schritten näher betrachten können. Wir müssen natürlich die einzelnen Strophen genauer anschauen. Wir können die geschichtlichen Hintergründe betrachten, die Zeit der Aufklärung, die Zeit nach den Napoleonischen Kriegen. Wir müssen das Leben und das Schicksal der beiden Schöpfer genauer anschauen, des Priesters Josef Mohr und des Lehrers Franz Xaver Gruber. Wir können die Rolle der Kirche im Schatten des mächtigen Salzburger Domes betrachten. Wir können die Rolle der Frauen bei der Entstehung betrachten. Ein Thema, das in der Vergangenheit nicht sehr präsent war. Ist Stille Nacht ein christliches Lied? Hat es einen Platz in der christlichen Theologie? Wie geht es dir am Heiligen Abend, wenn du vielleicht im Kreis deiner Familie Stille Nacht singst oder hörst? Siehst du, uns wird nicht so schnell der Stoff ausgehen. Hast auch du vielleicht Gedanken, Anregungen, die du einbringen möchtest? Auf diesem Kanal will ich regelmäßig einen kleinen Beitrag posten und betrete hiermit Neuland, Corona sei Dank. Dieses Virus gab mir den Anstoß, neue Wege zu suchen, um von Stille Nacht zu erzählen. Und hoffe, dass alles so funktioniert, wie ich mir das so schön ausgedacht habe. Und freue mich auf viele Followers. Wenn dir meine Videos gefallen, du weißt schon, Daumen hoch, abonnieren und teilen mit Freundinnen und Freunden. Mach's gut und unterschätze nicht die Kraft der Stille. Stille Nacht, du weißt schon.